herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir grüßen heute mal von etwas anderer Location. Wir sind bei der Bootsparty in Hamburg und wollen herausfinden, was sind No-Gos im Bett. Wir wollen mal wieder wissen, was geht gar nicht und was sind vielleicht Vorlieben. All das werde ich hier für euch heute Abend auschecken bei einer Party, wo es ein bisschen wackelig zugeht. Ich freue mich riesig, dass ich hier sein darf. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Auf geht's. Wir legen jetzt los. Hallo! Was machst du hier? Weihnachtsfeier! Hab ich organisiert! Du bist doch hier in der übelste Partymaus, oder? Ja, sicher! Oder? Ja, merk das doch! Hast du einen Freund? Ja, hab ich. Warum? Ich kenne den schon Ewigkeiten und er ist der beste Mann, den es gibt. Nee, ich hab eine Freundin. Du hast eine Freundin? Ja, wie lange schon? Seit 4 Monaten. Oh, relativ frisch. Ja, bald 5. Nee, 5. Ja. Dann geht's ja. Was sind No-Gos im Bett? Hast du überhaupt welche? Nein. Nein. Du und dein Freund, ihr macht alles. Ja, sicher. Was am liebsten? Das sage ich nicht. Schade. Na gut. Hast du einen Freund? Ja, seit 3 Jahren. Seit 3 Jahren. Warum ist er nicht mit hier? Weil er unser Haus zu Ende baut. Sehr gut. Du bist hier ein Reinlöten und er baut zu Hause das Haus weiter. Nachts um 22 Uhr. 20.30 Uhr. 20.30 Uhr. Wie alt bist du? 18. 18. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Wir reden heute über No-Gos im Bett. Was geht gar nicht? Jetzt muss ich natürlich wissen, wie das bei der Jugend so ist. Absolute Stille. Absolute Stille. Ja. Okay. Also wenn sie da liegt wie so ein... Ja, wie so ein, keine Ahnung. Aal. Stück Holz, ja. Wir wollen heute wissen, was sind No-Gos im Bett? Wenn man purzt! Macht das dein Freund? Nein! Ein Glück! Was sind No-Gos im Bett? Nee, überhaupt nicht. Nee. Von der Jungfrau. Gut, also du brauchst Geräusche, sonst geht gar nichts. Ja, also so ganz ohne ist scheiße, ne? Ja. Kommt deiner Freundin deiner Vorliebe nach? Ja. Die ist laut. Top. Darf ich mal? Nee. Hast du mich in die Hose gemacht? Ein Glück. Aber es war ganz witzig, was er gesagt hat. Was hat er denn gesagt? Du fragst, glaube ich, irgendwas, was No-Go ist. Ja, richtig. Und er sagte 3 Kilo Übergewicht bei der Damenwelt. Ja, hast du einen Freund? Ja. Schade. Sorry. Was sind denn für dich No-Gos? Was? Ich habe keine No-Gos. Warte, ich habe ein Alkoholproblem. Du hast ein Alkoholproblem? Ja. Nein. Was sind No-Gos im Bett? No-Gos im Bett. Ja, auf jeden Fall Socken. Socken? Ja. Haben wir heute schon gehört, du musst dir was anderes einfallen lassen. Schuhe? Schuhe. Ja. Was sind deine No-Gos? Stinken. Stinken? Ja. Sieht gut aus bei dir. Ja, Gott sei Dank. Welches Kleidungsstück würdest du an dir niemals anlassen? Gibt es irgendwas? Der BH. Der BH. No-Gos im Bett. Lolli lutschen. Hast du einen Freund? Nee. Nein? Nee. Wie kann das denn sein? Ja. Lieber allein als schlecht begleitet, sagt mein Papa immer. Hallo! Du siehst doch aus wie ein kleiner Experte. Bist du Single? Nö. Also wir haben hier gerade schon Furzen gehört. Ja, okay. Das Furzen? Nee, das geht nicht. Ja, nicht so. Aber hast du noch eine andere Vorstellung von Dingen, die nicht im Bett gehen? Wenn man so immer so, darf ich jetzt das mal, also so Unsicherheit, so krasse Unsicherheit. Du magst lieber selbstsichere Männer? Ja, schon. Das ist ein bisschen langweilig. Okay, du brauchst also jemanden, der den Ton auch angibt. Ja, das muss immer so ein gutes Wechselspiel sein. Stabiler Auftritt gerade. Ja, vielen lieben Dank. Ne? Ich muss sagen, das ist, also wenn man so tanzen kann,
dann läuft's leicht mit den Frauen, oder? Guck mal, ich sag nur eine Sache dazu, ein Gentleman schweigt und genießt. Wir reden nämlich heute über No-Gos im Bett. Okay. Wie sind da so deine Präferenzen? Alles, was mit Körperausscheidung zu tun hat, ist eklig. Was sind No-Gos im Bett? Wenn man keinen Steifen kriegt. Heute Thema No-Gos im Bett. Was sind deine? No-Gos im Bett. Furzen. Furzen. Okay, ja, ist dir das schon mal passiert? Also mir nicht. Aber eine Frau? Das höre ich, also ich bin seit 2 Jahren unterwegs, ja? Wir haben die Thematik öfter, ich habe noch nie gehört, dass eine Frau im Bett gefurzt hat. Also ich habe es auch noch nie erlebt, außer das eine Mal. Und glaub mir, ich habe einen dreifachen Rückwärtssalto aus dem Bett gemacht. Was sind No-Gos im Bett? Was sind No-Gos im Bett? Socken. Das ist dein Freund? Ja. Okay, wir schwenken einmal rüber. Freund. Pass auf, ich muss von dir wissen, trägst du Socken im Bett? Was denn? Ob du Socken im Bett trägst? Selten, selten. Was sind No-Gos im Bett? Alles. Selten. Er ist nicht ausgeschlossen, aber in der Regel nicht. Besser nicht tragen. Ja, das weiß ich wohl. Er trägt sie wohl selten. Ja, ist schlimm, ne? Aber ja. Dann müssen die halt schnell aus und dann läuft das. Also du magst es, du magst keinen Sex. Nee, krasse Sex. Bin schwul. Ja. Aber die haben ja auch Sex. Aber selten. Was sind No-Gos im Bett? Was? No-Gos im Bett. War gut. Ist sehr gut hier. Ich bin hier mit dem Herzog, der ist wirklich ein Prinz. Wow, Wahnsinn. Was sind No-Gos im Bett? Ich verstehe nicht. Hast du Sex? Keine Ahnung. So, pass auf. No-Gos im Bett, erzähl mal. Schwierig. Anscheißen. Anscheißen? Anscheißen. Ist dir das schon mal passiert? Nee, aber ich bin für vieles offen. Oh, jetzt hab ich ein No-Go. Kennt ihr das, wenn ihr die Frau rumdreht? Und plötzlich kommt da so ein Geruch hoch, den ihr nicht wollt. Der Kameramann, der verdreht die Augen, der weiß, wovon ich rede. Everyday, Money! Nee. Jeder kennt das nach einer Disco-Nacht oder sowas. Mädels, tut euch einen Gefallen. Geht ins Badezimmer, macht euch kurz frisch. Keiner ist böse, wenn ihr euch die 5 Minuten nehmt. Oder? Vielleicht auch einfach mal einen Duftbaum unten hinhängen. Herzog, hast du es auch schon mal erlebt? Nee, bei mir riechen alle gut. Ja, das ist gut. Das war's auch schon wieder für heute. Wir verabschieden uns von der Bootsfahrt in Hamburg. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schaltet beim nächsten Mal unbedingt wieder ein. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Außerdem ganz wichtig, damit ihr in Zukunft keines meiner Videos mehr verpasst, die Glocke aktivieren. Wir sehen uns nächste Woche im nächsten Video wieder. Hallo. Macht es gut. Ciao. 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 Ciao.